Erklärvideos erklären. Lektion 2. Vertonen eines Videos. Um ein Video zu vertonen, öffnest du zunächst auf dem Homescreen die App iMovie. Über das Plus kannst du ein neues Video erstellen. Anschließend wählst du auf der linken Seite das Symbol Film und gelangst dann zu der Übersicht mit deinen aufgenommenen Filmen und Videos. Du wählst nun das entsprechende Video aus und klickst unten mittig auf das Symbol Film erstellen. Im unteren Drittel siehst du nun die Timeline. Hier kannst du dir einen Überblick über den Film verschaffen und hierüber erfolgt auch die Bearbeitung des Videos. Die senkrechte weiße Linie zeigt an, an welcher Stelle gerade eine Aktion ausgeführt werden soll, zum Beispiel das Video geteilt werden soll oder eine Aufnahme eines Tons begonnen werden soll. Das Bild, welches an der weißen Linie zu sehen ist, wird auch oben nochmal größer dargestellt. In diesem Video soll lediglich die Funktion des Vertonens näher erläutert werden, Schneiden und ähnliche Funktionen werden in weiteren Videos erklärt. Ist nun das Video in iMovie reingeladen, beginnt die Bearbeitung. Hat ein Video, welches vertont werden soll, bereits eine Tonspur von der Aufnahme beispielsweise hinterlegt, kann dieses oft störend sein. In iMovie lässt sich der Ton von dem Video aber ganz leicht trennen. Und so funktioniert das. Du wählst den Filmabschnitt aus, drückst unten auf Aktion und trennst dann über den Button Audio trennen die Tonspur von dem Film. Die getrennte Tonspur kannst du nun über den Button rechts unten löschen entfernen. Jetzt wählst du die Position aus, an der die Aufnahme beginnen soll und drückst links in der Mitte auf das Aufnahmezeichen Mikrofon. Daraufhin erscheint das Menüfeld für die Aufnahme. Drückst du nun auf Aufnahme, ertönt ein Signal, welches anzeigt, dass die Aufnahme gleich beginnt. Jetzt sprichst du den Text, welchen du dir zuvor notiert hast, hier ein. Und nach dem Einsprechen drückst du auf Stoppen. Jetzt hast du die Möglichkeit, die Tonaufnahme abzubrechen, zu prüfen, zu wiederholen oder zu benutzen. Die Tonaufnahme kann nicht nur am Anfang des Videos begonnen werden, sondern an jeder Stelle des Videos. Diese Stelle wählst du über die weiße senkrechte Linie aus. Die aufgenommenen Tonaufnahmen können auch nachträglich verändert werden. Gekürzt werden, Teile herausgeschnitten werden oder die Lautstärke verändert werden. Diese Funktionen findest du alle in der unten stehenden Menüleiste. Auch kannst du dein Video noch mit einer Hintergrundmusik hinterlegen, indem du im rechten oberen Feld Audio wählst und die entsprechende Hintergrundmusik unten in die Leiste hereinziehst. Jetzt bist du mit den wichtigsten Funktionen gerüstet und kannst dich an die eigene Vertonung deines Videos machen. Viel Spaß dabei!